Herzlich willkommen und danke für Ihr Interesse am Siemens Webinar Hydraulischer Dynamischer Abgleich, Siemens PICV und Intelligent Valve. Mein Name ist Georg Bayer. Ich bin Promoter für Feldgeräte, Regelventile, Stellantriebe bei Siemens für Österreich und Zentral- und Südosteuropa. Wir werden uns heute den Unterschied von dynamischen Regelventilen mit herkömmlichen KVS-Regelventilen, Standardregelventilen, auch an einem funktionierenden Modell anschauen. Beginnen wir mit den vorbereiteten Folien. Ganz kurz meine Kontaktdaten. Als Oberösterreicher meine Adresse hier angeführt ist am Standort in Linz. Als Promoter für Regelventile bin ich für unser Aquatics-Portfolio hier zuständig und dieses Portfolio umfasst klassische Hubventile, für die Siemens seit vielen Jahrzehnten bekannt ist. Das Sortiment beinhaltet aber auch seit längerer Zeit Regelkugelhähne in Zweiweg-, Dreiweg- oder auch Sechswege-Ausführung. Wir haben für besondere Anwendungen Hochleistungsregelventile, das sind unsere Siemens Marquette-Hub-Regelventile mit sehr hoher Auflösung und sehr kurzen Stellzeiten. Ergänzend verfügen wir auch über klassische Mischhähne und Absperrklappen bzw. Umschalthähne. Seit über 20 Jahren bietet Siemens druckunabhängige Regelventile, auch bekannt als COMME-Ventil oder PICV. Etwas neu in unserem Portfolio ist das Intelligent Valve. Dieses agiert ebenfalls wie ein PICV, nur eben elektronisch gelöst. Siemens beschäftigt sich ganzheitlich mit dem Thema Hydraulik in Gebäuden und auch mit dem Thema dynamischer hydraulischer Abgleich. Hierzu gibt es auch eine eigene Homepage, die unter www.siemens.com/hydraulicbalancing erreichbar ist, in Deutsch und Englisch. Auf dieser Seite finden wir mehr Informationen zu diesem Thema, sowie auch kurze Erklärvideos, beispielsweise hier ein Auszug Grundlagen hydraulischer Abgleich am Beispiel eines Wasserschlauches, die durch die Löcher sehr nah am Wasserhahn hat man mehr Druck, entsprechend an höheren Strahl spritzt hier aus dem Rohr, aus dem Schlauch. Und ähnlich verhält sich aber auch das hydraulische Verteilnetz in einem Gebäude. Ohne hydraulischen Abgleich wären Verbraucher sehr nahe an der Hauptversorgungspumpe, an der Technikzentrale oft überversorgt und Verbraucher sehr weit weg von der Energiezentrale werden zum Teilweise unterversorgt. Grund dafür ist, hier ebenfalls Wasser fließt den Weg des geringsten Widerstandes und eben aufgrund der Leitungslängen kommt oft nicht abgeglichenen Systemen einfach zu wenig von der benötigten Wassermenge bei den Verbrauchern an. Dieses Thema, dieses Problem haben sich auch einige Kollegen vor vielen Jahren gewidmet. Beim Feierabendbier hat man überlegt, wie man Regelventile gestalten sollte, die eben für eine optimale Energieverteilung im ganzen Gebäude sorgen. Man hat hier auch Skizzen angefertigt und am Ende kam hier mehr oder weniger die Skizze für unser Mini-Kombi-Ventil dabei heraus. Dieses Mini-Kombi-Ventil hat Siemens seit gut 2000 im Sortiment und wir sind hier auch sagen wir, die ersten, die so druckunabhängige Regelventile für Verbraucher am Weltmarkt das Serienprodukt angeboten haben. Der Vorteil dieser Kombiventile oder PICV ist ganz einfach, sie sorgen für die richtige Wassermenge zur richtigen Zeit am richtigen Ort und somit für eine perfekte Hydraulik ohne Über- oder Unterversorgung der Verbraucher und das in jedem Lastzustand. Wie ist das möglich? Wie schaut jetzt ein Kombiventil im Detail aus? Das Ventil selbst ist ein vollwertiges Regelventil, das mit einem Motor entsprechend motorisierbar ist und über die Leittechnik angesteuert werden kann. Zusätzlich gibt es aber hier für den Abgleich die Möglichkeit, den Maximaldurchfluss zu begrenzen. Das passiert bei unserem Ventil durch eine zusätzliche Blende und beeinflusst nicht den Maximalhub des Regelventils. Hauptbestandteil des druckunabhängigen Regelventil ist eben der integrierte mechanische Differenzdruckregler, der für einen konstanten Durchfluss sorgt. Und unsere Ventile gibt es wahlweise mit oder ohne Druckmesspunkte für die Prüfung des entsprechend anstehenden Pumpendrucks. Bei den Ventilen
die weit weg von der Energieverteilung von der Hauptpumpe sitzen, am Ende der Strecke. Ja, das Sortiment bietet Lösungen für Kleinverbraucher wie Heizkörper, Fancoils, Heizkühldecken, geht dann darüber hinaus mit Innen- und Außengewinde, auch für kleine Verteilapplikationen aus den Verteilern und für Großanlagen, auch zum Teil im Industriebereich oder bei Kühlanwendungen, ist unsere aktuelle Liefergrenze für einen Maximaldurchfluss von 280 Kubikmeter pro Stunde bei PM16 bzw. PM25. Das Sortiment, wie wir es hier sehen, umfasst praktisch mit Gewindeanschluss unsere Mini-Kombiventile, dann einfache Auf-Zu-und-Off-Zweipunkt-Kombiventile für einfache Zonenanwendungen, modulierende Kombiventile, die mit Dreipunkt- oder stetigen Antrieben sowie auch jetzt neu mit einem KNX-Antrieb motorisierbar sind oder ab PM40 dann auch mit Langhubantrieben. Auf der rechten Seite sehen wir zwei Bilder von unserem Flanschventil, die aktuell bis DM200 mit unserem eigenen Stellantrieb motorisiert sind. Ein großes Thema und auch hier gibt es eine Lösung von unserem, auch in unserem Haus, ist hier das Thema Messung des Durchflusses am Regelventil. Unsere neuen 44er PICV oder 55er PICV verfügen über einen zusätzlichen dritten Messpunkt. Dadurch ist ein weiterer Differenzdruck messbar und dieser zusätzliche Differenzdruck kann sehr einfach in unserem kostenlosen Siemens PICV App in den aktuellen Durchfluss umgerechnet werden. Das heißt, mit einem einfachen Standard-Differenzdruck-Messgerät kann man zur Hilfenahme unseres kostenloses App sehr rasch und einfach der aktuelle Durchfluss durch das Regelventil an der Anlage ermittelt werden. Ja, der Vergleich herkömmliche Installation mit HVS-Ventil und Stramm-Regelventil zu Kombiventil, man sieht ja schon sehr einfach, bei der klassischen Installation ist zusätzlich zum Regelventil auch ein Stramm-Regulierventil notwendig, man hat mehr Komponenten zum Verbauen. Man hat je nach Applikation durchaus mehr Druckverlust, mit dem man, den man über die Pumpe bereitstellen muss. Und vor allem der hydraulische Aufwand ist sehr aufwendig, weil ja diese Stramm-Regulierventile untereinander auch mühsam abgeglichen werden müssen. Deutlich einfacher ist die Auslegung der Kombiventile, die erfolgt rein über den Durchfluss. Es ist nur ein Regelventil notwendig, die Aufgabe dieses Stramm-Regelventil entfällt. Das übernimmt nun das Kombiventil über die Durchflussbegrenzung. Und somit hat man einfach rasch die Möglichkeit, die Anlage auch über das PICV hydraulisch abzugleichen. Wir kommen nun zu unserem Modell, wo wir diese beiden Lösungen auch in Funktion sehen und simulieren können, was in einer Anlage stark vereinfacht passiert. Ja, wir haben hier ein sehr stark vereinfachtes Heizungssystem mit einer Wärme- oder Energiequelle. Wir haben hier Durchflussanzeige über die drei Rohre und über ein Drei-Wege-Umschaltkugel haben, kann ich einmal den Durchfluss über ein KFS-Regelventil lenken oder eben über druckunabhängige Regelventile. In dem Fall, damit es einfach bedienbar ist, hat man hier einen Regelkugelhahn verwendet, der genauso über KFS dann entsprechend ausgewählt wird wie ein Hubventil. Wir sehen hier am Modell, die drei Verbraucherstränge sind abgeglichen auf dem identen Durchfluss. Wenn jetzt über die Leittechnik ein Ventil beginnt zu schließen, kommt es zu sogenannten Querkopplungen. Man sieht hier, das Volumen durch den anderen beiden noch offenen Verbrauchern steigt. Es kommt hier zu einer Überversorgung im System. Es wird jetzt auch unnötig viel Wassermenge über die noch offenen Verbraucher geleitet. Man hat dadurch auch Reduktion der Spreizung zwischen Vorlauf und Rücklauf. Das heißt, da hat man wärmen Rücklauf in der Anlage und würde jetzt ein weiteres Ventil schließen. Habe ich am Ende des Tages mit durch den noch offenen Kreis die mehr oder weniger doppelte Wassermenge vom ursprünglichen Ausgangszustand bei voll geöffneten Ventilen. Man sieht hier sehr schön, wie einzelne Änderungen im System zu Querkopplungen führen und sich gegenseitig hier beeinflussen.
Wie sieht es jetzt bei den druckunabhängigen Kombiventilen aus? Dieselbe Ausgangssituation abgeglichen auf den gleichen Durchfluss bei voll geöffneten Ventilen. Beginnt jetzt ein Ventil über den Stellantrieb über die MSR zu schließen, bleibt der Durchfluss an den anderen Ventilen konstant, voll geöffnet auf den gewünschten Maximaldurchfluss laut Berechnung. Ebenso zweite Verbraucher schließt und wir haben nach wie vor die exakt maximal definierte Maximalwassermenge über das noch offene Regelventil. Das funktioniert jetzt auch im Teilausbereich, wenn ich die Ventile alle etwas anregel und das dritte entsprechend wieder öffne, hat das keine Auswirkung auf den Durchfluss der anderen Ventile. Ebenso, wenn ich das jetzt wieder schließen würde, bleiben die Ventile auch bei dem von dem sehr ausgeregelten Durchfluss stehen. Das heißt, diese dynamische Durchflussbegrenzung wirkt nicht nur bei voll geöffneten Ventilen, sondern wir haben hier diese Durchflussregelung auch in jedem Lastzustand bei teilgeöffneten Ventilen, wie es ja im Teillastbetrieb ja auch Standard ist. Ja, wir haben uns das beim Modell vereinfacht hier angesehen. Wie verhält sich das jetzt in einem etwas komplexeren Gebäude? Wir haben jetzt verschiedene Lösungsansätze mit ihren Vor- und Nachteilen. Beginnen wir mit Gebäude mit drei Versorgungssträngen zu drei Gebäudetrakten mit einer Technikzentrale. Und Beispiel 1 sind alle Regelventile sind klassisch KfS-Regelventile, sowohl die einzelnen Ventile bei dem Verbraucher als auch in der Heizungsgruppe am Hauptverteiler befinden sich herkömmliche Regelventile. Das heißt, ich habe am Hauptstrang, wo Abgang pro Gebäudeteil ein Strangregulierventil über einen aufwendigen hydraulischen Abgleich der einzelnen Stränge. Plus zusätzlich muss ich auch sehr aufwendig die einzelnen Verbraucher abgleichen. Abgleich wird gemacht auf Volllast, das heißt voll geöffnete Regelventile. Wir haben auch gerade gesehen, das verhindert leider keine Überversorgung im Teillastbetrieb. Was ist die Konsequenz daraus? Man hat im Teillastbetrieb schlechte Spreizung, man hat nicht die gewünschte Differenztemperatur, nicht den gewünschten kalten Rücklauf für einen effizienten Wärmeerzeugerbetrieb und man hat eigentlich im System, in der ganzen Anlage die Situation, dass mehr oder weniger unnötig viel Wasser im Kreis gepumpt wird und somit unnötig Energiebedarf der Heizungsumwälzpumpe. Ein Ansatz, der oft gemacht wird, ist, man hat zumindest jetzt die Idee, dass man was verbessert. Man installiert sogenannte PICVs, dynamische druckunabhängige Regelventile auf dem Hauptverteiler in der Technikzentrale. Das ist auch am leichtesten zugänglich, der Bereich. Der Vorteil ist jetzt, der Abgleich der einzelnen Gebäudeteile ist jetzt am Verteiler sehr leicht möglich und jeder Gebäude bekommt maximal nur die errechnete Wassermenge. Was allerdings bleibt, ist im Verteilnetz ist nach wie vor die Situation, dass es zu Überversorgung kommen kann durch Querkopplung im Teilhausbetrieb. Das heißt, man hat hier auch nach wie vor im Teilhausbetrieb eine geringe Spreizung zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur, entsprechend hohe Rücklauftemperaturen, wieder relativ schlechten Wirkungsgrad des Wärmeerzeugers durch die hohe Rücklauftemperatur und pumpt nach wie vor irgendwie unnötig viel Wasser im System herum. Anderer Ansatz, wie man jetzt die Verteilung optimiert, ist mit PICV bei den Verbrauchern. Nun kann ich wirklich jeden Verbraucher Mengen begrenzen oder dynamische Abgleich für jeden Lastfall. Der Aufwand der des Einregulieren der Hauptstränge ist nach wie vor gegeben mit herkömmlichen KfS-Ventilen. Allerdings die Gesamtanlage läuft hier deutlich effizienter. Man hat wirklich das Volumenstrom jedes einzelnen Verbraucher im Griff und optimiert, hat dadurch eine deutlich höhere Spreizung vor der Rücklauf Richtung Kessel, Richtung Wärmeerzeuger und erzielt somit auch optimalen Wirkungsgrad und hat nur noch die Situation, dass deutlich weniger Heizungswasser mehr oder weniger unnötig durch das System gepumpt wird, was ebenfalls die Energieaufnahme der Heizungspumpe stark reduziert. Das wäre natürlich das Optimum, auch die ICVs, wurde hier in unserem Fall auch gezeigt, unser Intelligent Valve am Hauptstrang. Somit haben wir eine bedarfsgerechte Versorgung der Stränge sowie aller Verbraucher
und in unserem Intellivision Valve sogar noch den Vorteil, dass es sehr einfach rasche Energiemonitoring machen kann, über die Daten, die mir dieses Ventil liefert, und so in Echtzeit sehe, welcher Strang wie viel Energie benötigt. Man hat hier eine optimale Wärmeversorgung der einzelnen Verbraucher. Es zirkuliert nur die wirklich für den Lastfall notwendige Wassermenge durchs System. Man hat hohe Spreizungen und geringe Leistungsaufnahme bei den Heizungsbauten. Schauen wir uns dieses Thema Volumenstrom im System nochmal kurz gemeinsam an. Hier haben wir die Zusammenhänge, theoretisch zitiere ich Sachunterlagen, die der Durchfluss ist abhängig, der Förderstrom ist abhängig von der Drehzahl und die Motorwellenleistung geht sogar theoretisch zur dritten Potenz dieser Drehzahl. Das heißt, man hat hier ein sehr hohes Einsparpotenzial beim Energiebedarf der Heizungspumpen, wenn man das benötigte Wassermenge auf ein Minimum reduziert. Aus unserer Erfahrung, und ich zitiere auch unser PSCV-Whitepaper, das verfügbar ist im Internet, wir rechnen hier bei realen Anlagen von ungefähr 25-30% Energieeinsparung bei den Heizungspumpen durch den Einsatz von dynamischen druckunabhängigen Regelventilen. Ein weiteres wichtiges Thema ist der Wirkungsgrad von Wärmeerzeuger. Und hier das Thema Wirkungsgrad des Wärmeerzeugers in Relation zur Rücklauftemperatur. Durch eine optimale dynamische metallische Abgleich erreiche ich sehr gute Spreizung, das heißt auch eine tiefe Rücklauftemperatur im Teilgasbetrieb. Man hat hier links Wirkungsgrad kennen im Verlauf von einem Gasbrennwertkessel. Und ich kann es dort auch herauslesen, wenn es mir gelingt, die Rücklauftemperatur um 10 Kelvin zu senken, habe ich eine Wirkungsgraderhöhung der Anlage von 4-5%, wenn ich es sogar schaffe, die Rücklauftemperatur um 15 Kelvin zu reduzieren, aufgrund des dynamischen hydraulischen Abgleichs, habe ich eine Wirkungsgraderhöhung von 6-7%, das heißt, 6-7% weniger Energiekost, Energieverbrauch oder weniger CO2-Emission. Wo werden solche Ventile verbaut? Sehr erfolgreich. Wo ist das durchaus auch Teil von einem Geschäftsmodell von Siemens im Bereich des Einsparungskontracting? Verbauen wir diese Kombiventile in Bestandanlagen. Hier eine Referenz aus Salzburg. Enco Werkzeugmaschinenhersteller. Hier wurden 110 PICV in einer Bestandshydraulik verbaut. Das heißt, wirklich jeder Verbraucher, jeder Luftheizer wurde hier mit einem PSCV ausgestattet, um die Wassermengen über den Verbraucher im bestehenden Verteilnetz im Griff zu bekommen. Am Hauptverteiler wurden diese PSCVs verbaut. Die roten Balken zeigen den Energieverbrauch vor der Modernisierung der Anlage. Die grünen Balken sind die, sagen wir mal, auch irgendwo versprochenen, vertraglich zugesicherte Einsparung im Rahmen unseres Performance Contracting. Und diese blaue Kennlinie ist unser gemessener Energieverbrauch. Man sieht hier das Zusammenspiel aus optimierter Hydraulik und effizienter Wärmeerzeugung mit einem Einsparungspotenzial gemessen von 30%. Das heißt auch 30% weniger Energiekosten und vor allem 30% weniger CO2-Ausstoß für dieses Unternehmen. Und mit der Investition in eine neue Energiezentrale ist ein entsprechender Produktionsbetrieb und für viele Jahre wieder hier gesichert. Ein anderes sehr schönes Projekt haben wir mit einem Hotelprojekt in Tirol. Das Alpenresort Schwarz wurde von Herrn Franz Birtl über mehr als 50 Jahre zu einem 5-Sterne-Hotel hier gebaut mit Platz für ca. 300 Gäste. Begonnen hat die Geschichte des Hotels irgendwo in den 1960er, auch in 70er Jahre mit einigen wenigen Fremdenzimmern und hat sich über die letzten Jahrzehnte wirklich zu einem Top-Wellness- und Spa-Hotel herausgemausert, wird von der Familie geführt, dementsprechend wird auch hier weitsichtig investiert und auf Nachhaltigkeit geachtet. Das Hotel verfügt über verschiedene Gebäude, die auch auf Basis der stetigen Weiterentwicklung so entstanden sind. Diese gesamte Areal, alle Gebäude sind miteinander hydraulisch verbunden. Man sieht hier am Schema eine sehr komplexe Anlage mit sehr vielen Subverteilern, mit Wärmerückgewinnung etwa aus der Küche, aus der hauseigenen Wäscherei,
Solarthermieanlage, Mikrogasturbine und nun ist man daran interessiert, das System auch für Alternativenergie aufzubereiten und vorzubereiten. Diese Aufgabe ist dem externen Energiekonsultant Rainer Christmann übertragen worden und er war auch derjenige, der gesagt hat, damit ich so ein komplexes System überhaupt optimieren kann, brauche ich Daten, möglichst in Echtzeit. Und hier wurde entschieden, unser elektronisches PICV, unser Siemens Intelligent Valve einzusetzen. Dieses Ventil verfügt über eine Ultraschalldurchflussmessung und über eine Elektronikbox sowie einen hochauflösenden Stellantrieb und ein Regelventil. Dieses Ventil wird an die Leittechnik über Datenbus angebunden und liefert somit Daten in Echtzeit und agiert ebenfalls druckabhängig, genauso wie unsere mechanischen PICs. Wir haben noch einige Bilder aus der Anlage, man hat eben wirklich auch teilweise kleine Verbraucher mit diesen Ventilen ausgestattet, um wirklich einen möglichst guten Überblick über den aktuellen Betriebsstatus des gesamten Hydrauliknetzwerkes zu bekommen. Und somit wurden hier 50 dieser PICVs verbaut und diese 50 PICVs sind entweder an die Leittechnik gekoppelt oder auf unser Siemens Cloud Service, auf unseren Siemens Building Operator Cloud. Über die Cloud hat man jederzeit überall Zugang auf Echtzeitdaten der Anlage. Und gerade diese Daten sind wahnsinnig wichtig und wertvoll, um so ein komplexes System überhaupt optimieren zu können. Ja, es gibt seit über 20 Jahren Lösungen für dynamisch optimierte Heizungsanlagen. Es liegt in unserer, es liegt in Ihrer Verantwortung, diese Produkte auch einzusetzen, um Gebäude zu schaffen, die effizient Verteilung sicherstellen, die effizient mit Ressourcen umgehen und die entsprechend auch nachhaltigen Betrieb dieser Gebäude für die zukünftigen Generationen gewährleisten, weil Gebäude baut man ja nicht nur für einen kurzen Zeitraum, die Gebäude sind viele Jahrzehnte im Einsatz und das Tolle an diesen Produkten, sie sind auch in Bestandsgebäuden nachrüstbar, wie man hier am Modell gesehen hat und es liegt an uns, auch im Bestand hier nachzudenken, wie man diese Gebäude effizienter und zukunftssicher betreibt. Ja, wir kommen nun zu den Fragen. So, die erste Frage, die ich hier sehe, ist, wo findet man eine Übersicht des Siemens Sortiments im Internet? Wo findet man einen Überblick über unsere Heizungsregelventile? Die Frage ist gut. Siemens hat hier eine Online-Katalog- und Produkte-Page. Das ist unser Siemens Hits-Portal. Das ist sehr leicht erreichbar unter www.siemens.com/hit-at. Auf dieser Plattform finden Sie einen Auszug aus unserem gesamten Produktportfolio mit unseren österreichischen Bruttolistenpreise. Und was Regelventile hier angeht, es gibt ja auch die Möglichkeit, Regelventile entsprechenden Anwendungen auszuwählen. Man kann hier auch Ventile auslegen über ein Auslegungstool für die verschiedenen hydraulischen Anwendungen. Ja. Weitere Frage zum Thema Amortisation dieser Regelventile. Man muss hier mal berücksichtigen, dass man bei der Errichtung der Anlage sehr viel Zeit spart, weil der hydraulische Abgleich bei den größeren Anlagen deutlich einfacher ist. Man kann mehr oder weniger in dem Moment, wo man das Ventil verbaut im System, auch bereits die Voreinstellung des Durchflusses erledigen. Die Anlage muss eigentlich noch nicht gefüllt sein oder in Betrieb sein. Diese mechanische Einstellung funktioniert am trockenen Ventil genauso. Hier nur eine Einsparung für den Errichter der Anlage, für den Betreiber der Anlage ist das ein Thema, dass man hier aufgrund des effizienteren Betriebs der Anlage, aufgrund der Erhöhung des Wirkungsgrads der Wärmebereitstellung, Wärmequelle, Kessel zum Beispiel, oder auch aufgrund der Reduktion des Energiebedarfs der Heizungspumpe von Amortisationszeiten im Bereich von 3 Jahren ausgeht bei unseren Berechnungen. Wir gewähren auf alle Siemens-Regelventile 5 Jahre Garantie und somit gibt es ja eigentlich auch wenig Risiko für den Investor. So, gute Frage, warum bietet Siemens keine Stromregulierventile an?
Siemens ist Spezialist für die Gebäudeleittechnik. Wir sind die Experten fürs Gebäudemanagement. Die Regelventile sind mehr oder weniger die verlängerten Arme dieser Management-Controller, die für das Ausregeln von Energieströmen im Gebäude verwendet werden. Und wir haben einfach den Fokus auf Regelventile, wo wir auch mit unseren Antrieben entsprechend auf dieses Regelventil dann einen Einfluss nehmen. Klassische Stromregulierventile waren nie im Fokus unseres Unternehmens und sind auch nicht geplant. Wir sehen in Zukunft aus bei diesem dynamischen Ventil. Weitere Frage, ob es weitere Referenzen gibt für unser Intelligent Valve, abgesehen von dem gezeigten hier, dem alten Ressort Schwarz. Ja, die gibt es. Diese Ventile sind eingesetzt auch in Krankenhäusern. Krankenhäuser sind Anlagen, die permanent irgendwo in Bewegung sind. Krankenhaus ist ein Bereich, wo regelmäßig erweitert wird und wo auch die Hydraulik permanent optimiert wird. Wir haben bereits Krankenhäuser, wo diese Ventile erfolgreich laufen. Wir haben Bürogebäude von Industrieunternehmen oder auch Produktionen, wo diese Ventile verbaut sind. Wir haben über Performance Contracting solche Ventile auch in Schulen verbaut. Und ja, einige Projekte sind gerade im Umbau und werden hier über den Sommer, spätestens Herbst, auch wieder mit solchen Ventilen ausgestattet. Nächste Frage, geht es um Differenzdruck der Heizungspumpe. Welchen Differenzdruck muss ich annehmen für die Auslegung der Heizungspumpe für die Kombiventile? Wir haben hier mechanische PICW mit einem mechanischen Differenzdruckregler. Der benötigt einen gewissen Differenzdruck, dass der sauber funktioniert. Das heißt, auch das Ventil, was hier am weitesten weg ist, sollte über Messpunkte verfügen, wo ich auch tatsächlich den Differenzdruck messen kann und hier auch entsprechend die Pumpe abgleichen. In den Datenblättern finden wir einen Mindestdifferenzdruck, der ist abhängig von der Bautype dieser Ventile. Wir haben hier bei diesem kleinen Ventil ungefähr 20 bis 40 Kilopascal Maximaldifferenzdruck, den man pro Ventil hier anwenden, einsetzen muss für die Differenzdruckberechnung. Anders sieht es aus bei den elektronischen Ventilen, bei unseren Intelligent Valve, die haben keine Mechanik drinnen und benötigen auch keinen Mindestdifferenzdruck. Wenn es zu einem späteren Zeitpunkt Fragen gibt, können Sie mich gerne auch direkt kontaktieren oder der für Sie zuständige Vertriebskollege ist sicher auch gerne jederzeit für Sie verfügbar. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, wünsche Ihnen alles Gute.